Internet-Trolle. Sie sorgen dafür, dass jede Kommentarspalte so aussieht wie die Facebook-Posts von Til Schweiger. Sie sind die Partypooper des Internets. Hier wird zum Beispiel distinguiert über die Vorzüge eines Pornhub-Videos und die darin kinematografisch abgebildete Story diskutiert. Und dann kommt ein Troll um die Ecke und fragt, wer sonst noch FIFA 16 vorbestellt hat. Widerlich, unsachlich. Pfui. Doch noch schlimmer. Angeblich haben sie auch die US-Wahl für Trump gewonnen, die französische Wahl gehackt und wahrscheinlich auch die Wahl der Spargelkönigin 2018 getrollt. Ich möchte ja echt nicht wissen, wie das Katzenklo nach dem Spargelsieg gerochen hat. Doch was gibt es eigentlich für Trolle? Wir haben die erste ultimative Trolltypologie entwickelt und zeigen euch, wie man harmlose und gefährliche Trolle auseinanderhalten kann. Und natürlich die lustigsten und krassesten Trollaktionen. Lifetime Music präsentiert Summer of Trolling. Feiern Sie den zweitschönsten Zeitvertreib im Internet mit Bands wie The Trolling Stones, Metrolica, Modern Trolling, Snow Patrol, Trollega, Eros Ramatrolli und Trolli Schulz. Diese einzigartige Kollektion ist aus gutem Grund nur hier und nicht im Handel erhältlich. Auf Sie warten diese Klassiker. Trolling Me Softly, Keep Me Trolling, Troll You Need Is Love, Love Is A Troller Coaster, Trollest Man On Earth, Ein Bett im Trollfeld, Trolle ist nur einmal im Jahr und Finger im Po, Troll. Summer of Trolling. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie ein Original-DFÜ-Modem dazu. Diskussionen im Internet. Ein bisschen wie das Dschungelcamp. Wer am Ende gewinnt, ist irgendwie egal, weil nach und nach haben sich alle lächerlich gemacht. Aber was macht Trolle so besonders? Was unterscheidet ein Trollkommentar von einem Witzkommentar? Dazu Kulturwissenschaftler Michael Seemann. Ein Troll ist ein Internetnutzer, der gerne die Kommunikation von anderen Internetnutzern stört und sich daraus einen Spaß macht. Gestörte Kommunikation? Das kenne ich. Das nennt sich 1&1 Internetanschluss. Im Gegensatz zu lustigen Spaßkommentaren haben Trolle einen Effekt auf die Online-Diskussion. Die Gründe zu Trollen sind ziemlich profan, laut der Psychologin Franziska Lauter-Koletzki. Richtige Trolls und Hater ganz oft motiviert sind einfach durch ein Geltungsbedürfnis. Die wollen Aufmerksamkeit und das ist ihre Form, Aufmerksamkeit zu bekommen. Durch diese Aufmerksamkeit und die entstandene Schadenfreude füttern Trolle das, was Psychologen als die dunkle Triade unserer Psyche bezeichnen. Nämlich den eigenen Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Es ist also das kleine Trollogotchi in uns drin. Es braucht Hass, Wut und Beachtung. Und manchmal singt auch noch der kleine Troll in uns. Aber manchen Trollen reicht das nicht. Sie nutzen ihre Machtposition für höhere Ziele. Wie dieser Mann hier, Marat Mindyarov, nach eigenen Angaben Ex-Troll von Wladimir Putin. He was told to quote, create a negative attitude about Obama's foreign policy. So he posted photos comparing Obama to Hitler. Und das war er, der erwartbare Hitler-Vergleich. Troll ist in Russland übrigens ein anerkannter Ausbildungsberuf. Genau wie Dopingarzt und Bärenreiter. Die Trollfauna ist also deutlich artenreicher. Doch wie unterscheide ich jetzt harmlosen Troll von Cybermobber und Cybermobber von Wladimir Putins Netzkrieg-Navigator? Anhand drei einfachen Einteilungen. Die erste Dimension des Trollens: Wie fies sind die Trolle? Es gibt Trolle, die regelrechtes Cybermobbing betreiben und ihre Opfer erheblichen psychologischen Schaden zufügen. Aber es gibt auch Trolle, die nur für kleinere Unannehmlichkeiten im Internet sorgen. Quasi die kleinen Steinchen im Schuh des Internetnutzens. Ein Beispiel für so ein softes Trolling ist dieser Internet-Running-Gag. What song at 145 and not The Root Sandstorm? The Root Sandstorm. Wann auch immer jemand im Internet nach einem Song fragt, steht in den Antworten todsicher The Root Sandstorm. Ein Song einer finnischen Techno-Band. Und ja, auch bei uns. Und ja, auch von uns. Viel Böses passiert den Opfern dieser Trolle nicht. Doch am anderen Ende des Spektrums sieht das anders aus. Diesem Streamer wurde einfach mal bei der Live-Übertragung ein SWAT-Team ins Haus gejagt. In den USA ist Anfang 2018 sogar jemand durch Swatting ums Leben gekommen. Bei diesen Trollen verschwimmen dann die Grenzen zum einfachen Cybermobber. Das bringt uns zur Einteilungsachse Nummer 2. Welches Motiv hat der Troll? Klar gibt es politisch motivierte Trollarmeen im Internet. Es gibt aber auch Trolle, die haben einfach nur Spaß am Chaos. Da steckt dann kein sinistres Großmachtstreben dahinter. Das Motiv lässt sich auf ein Wort runterbrechen. Sex! Ja, nein, nein, so ähnlich. Schade.
Trolling culture embraces a concept virtually synonymous with sadistic pleasure. In troll speak, lols. Lols, quasi das eigene Amüsement als Ziel. So wie 2012, als 4chan eine Abstimmung gekapert hat und Taylor Swift für ein Konzert an eine Schule für Taubstumme schicken wollte. Oder als sie die neue Geschmacksrichtung von Mountain Dew per Abstimmung Hitler did nothing wrong nennen wollten. Oder als sie Rick Astley's Trollhymne Never Gonna Give You Up bei den EMAs 2008 zum Best Act Ever gewotet haben. The best act ever is Rick Astley! Das Gegenbeispiel, dieser Tweet von Beatrix von Storch. Wir schaffen das! Böser Smiley. Veröffentlicht kurz nachdem in Münster ein Mann in die Fußgängerzone gerast ist und 3 Menschen getötet hat. Dabei geht's nicht um Laws. Das Ziel, direkt die Diskussion in die für von Storch beste Richtung lenken. Doch es gibt noch eine dritte Dimension des Trollings, der Grad der Professionalisierung. Ja, kein Scheiß, Professionalisierung. Nicht alle Trolle sind Einzeltäter, manche sind richtig gut vernetzt, also richtige Trolltrupps. Das zeigt die Doku Lösch dich aus dem Funknetzwerk. Die haben das Trollnetzwerk Reconquista Germanica infiltriert und erfahren, wie hoch vernetztes Trolling dann abläuft. Die 6000 rechten Aktivisten versammeln sich online unter strenger Hierarchie. Täglich gibt es Befehle, Inhalte, die angegriffen werden sollen, verkündet vom Oberkommando. Und die Befehle sind dann zum Beispiel sowas. 16 Millionen Menschen sehen das Kanzlerduell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Auf Twitter tauchen an diesem Tag überraschend viele Tweets mit dem Hashtag Reconquista und Verräterduell auf. Diese Tweets sind dann nicht sonderlich lustig, aber kapern die Online-Diskussion. Doch warum Reconquista Germanica-Trolle nicht auf Humor setzen, weiß Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Und deswegen ist das auch nicht die Strategie, die diese sogenannten Trollarmeen anwenden. Die, sag ich mal, haben ja eine andere Zielgruppe. Die wollen ja gar nicht durch Klugheit und Gewitztheit Gebildete überzeugen. Und am anderen Ende des Spektrums sind die Einzelkämpfer, die Casual-Trolle, wie dieser Xbox-Gamer. Der hat Leute so lange in Online-Matches genervt, bis die entnervt seinen Gamertag in den Voice-Chat gebrüllt haben. Dummerweise war sein Gamertag gleichzeitig der Xbox-Sprachbefehl fürs Abmelden. Some kid's name is Xbox, sign out. Oh shit, no. Doch inzwischen hat er sich in Alexa, bestell mir 1000 Riesendildos umbenannt. Wir haben jetzt also 3 Dimensionen, anhand denen wir die Trolle einordnen können. Also praktisch die Achsen des Trollens. Und damit können wir uns differenzierter mit dem Thema beschäftigen und effektiver Strategien gegen Trolle entwickeln. Oder sie wie beim Rollenspiel einfach in verschiedene Klassen einordnen. Zum Beispiel 4chan, als sie Online-Umfragen getrollt haben. Die können wir jetzt als nervige Chaos-Armee-Trolle klassifizieren. Leute, die Streamer swatten, wären gefährliche Chaos-Einzelkämpfer-Trolle. Und das harmlose Pendant dazu, Xbox Sign-Out, der nervige Chaos-Einzelkämpfer-Troll. Und natürlich Beatrix von Storch, ein nerviger Polit-Einzelkämpfer-Troll. Das sind sehr renommierte Ergebnisse. Und was macht man jetzt mit den Trollen? Ein Tipp wäre: Ich rate immer erstmal dazu, nicht in dem kompletten Affekt, also in der Emotion zu reagieren, weil dann reagiert man selber oft über. Und wenn das nicht hilft, kann man immer noch in der Pornhub-Kommentarsektion um Hilfe fragen. Hallo liebe Kackbratzen, hier ist wieder euer Internetassi. Tja, der Valulis hat ein Video über Trolling gemacht und jetzt wird er mal selber schön getrollt. Das hat er nämlich davon. Wo ist dein Bart? Der sah so schön scheiße aus. Mach doch mit! Ich beteilige mich auch noch ein bisschen an der ganzen Geschichte. Tobi ist echt fett geworden.